Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Ja, ich freue mich, dass ihr alle dabei seid und heute ist mir ein kleines Spielchen in die Hände gefallen, hätte ich fast gesagt, sondern aufgefallen. Und zwar Train Life, a Railway Simulator. Wir sind hier in meiner Wunschliste, die Wunschliste von Train Gamer, neben Jurassic World Evolution 2, worauf ich mich auch schon sehr freue. Ist dort Train Life, a Railway Simulator drin? Da gehen wir mal drauf. Und zwar ist das Spielchen, den Trailer gucken wir uns auch zusammen an, von Simtaract und der Publisher ist Narcon, erscheint am 31. August 2021 im Early Access. Was das Ganze kosten wird, steht hier leider noch nicht. Aber ich bin sehr gespannt auf dieses Spielchen, wenn wir uns hier mal die Bilder angucken. Das sieht schon nicht schlecht aus. Ja, gerade hier auch im Bahnhof gut, ein bisschen plastisch, aber das ist so ein Spiel. Hier haben wir auch den ICE4. Ob es da natürlich Lizenzen gibt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das DB-Logo drauf. Also denke ich, dass es dort auch Lizenzen gibt. Ich habe von dem Spiel vorher gar nichts gehört und es ist so eine Mischung aus, ja, Train Sim World, Train Simulator und Wirtschaftssimulation. Wir gucken mal hier runter. Hier steht nämlich, zum ersten Mal in einer Eisenbahnsimulation spielst du als Lokführer und als Firmendirektor. Genial, oder? Übernimm die Steuerung eines Zuges und reise mit Passagieren und Waren quer durch Europa. In der Early Access Version fährst du im Führerstand unterschiedlicher Lokomotiven durch Deutschland. Jede dieser Loks hat eigene Eigenschaften, Leistung, Bremsen etc. Okay, das kennt man ja, die du voll und ganz beherrschen musst. Zack, 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 Wald, Berge, überall durch. Zeige deinen Unternehmergeist. Du musst nicht nur die Züge fahren, sondern auch dein Unternehmen durch Optimierung der Passagier- und Frachtaktivitäten wachsen lassen. Wähle Namen und Logo, kaufe Lokomotiven und stelle Lokführer ein, erteile ihnen neue Aufträge und erkunde neue Strecken. Außerdem musst du deine Loks warten, um Pannen zu vermeiden, und du musst Notreparaturen durchführen. Es steht dir frei, Aufträge anzunehmen oder abzulehnen. Triff die richtigen Entscheidungen, verdiene Geld und entwickle dein Unternehmen. Das hört sich schon mal sehr genial an. Ja, so ein bisschen ETS 2, wie ich finde, nur auf der Schiene. Ne, man wählt am Anfang Logo, Namen, dann kauft man sich wahrscheinlich die erste kleine Lok, wird wahrscheinlich so eine kleine Dieselrangierlok oder dergleichen sein, oder vielleicht sogar eine Dampflok, keine Ahnung. Und dann wächst man halt. Irgendwann stellt man dann Lokführer ein, kann dann mehr Touren fahren etc. Also hört sich im Grunde schon mal sehr cool an, wie ich finde, oder was meint ihr? Und dann auch hier mit diesen Pannen und dass man Notreparaturen durchführen muss, auch das sehr genial. Eine realistische und authentische Simulation. Train Life bietet ein anspruchsvolles Gameplay, das sich an der realen Welt orientiert. Du musst die Streckensignale und Fahranweisungen beachten, auf Weichen achten und die Geschwindigkeit kontrollieren. Achte auf den Bremsweg, wenn du in den Bahnhof einfährst, und öffne und schließe die Türen für deine Fahrgäste. Gut, das kennen wir ja alles aus den Zugsimulationen, Train Sim World und Train Simulator. Auch unvorhergesehene Situationen wie umgestürzte Bäume, liegen gebliebene Waggons und andere Züge auf deinem Gleis sind zu bewältigen. Durch das dynamische Wetter und den Tag-Nacht-Zyklus musst du deine Fahrweise anpassen, um Unfälle und Schäden an den Gleisen zu vermeiden. Auch cool mit umgestürzten Bäumen, liegen gebliebenen Waggons, wird es wahrscheinlich auch Trecker oder irgendwas auf den Schienen noch geben. Das Ganze hört sich schon mal sehr vielversprechend an, wie ich finde. Hier unten haben wir noch die Systemherausforderung. Das lese ich jetzt nicht vor. Da könnt ihr entweder das Video pausieren oder selber auf Steam gucken. Also, ja, auf jeden Fall ein Spiel, was ich anspielen werde. Ich habe auch schon den Entwickler angeschrieben, ob ich vielleicht sogar eine Vorabversion bekomme, damit ich das Ganze schon mal für euch vorab testen und aufnehmen kann und dann gleich zum 31. August Videos veröffentlichen kann, die euch auch vielleicht in eurer Entscheidung dann weiterhelfen können. Ja, schauen wir uns mal das Video an. Ein bisschen laut. Fangen wir nochmal von vorne an. Also nett, das ist Spielgrafik. Ist schon mal nicht so verkehrt, wie ich finde. Auch hier, ja, ihr kennt das ja, ich werde das Video jetzt ein paar Mal anhalten und auf gewisse Dinge eingehen. Hat was von Derail Valley, so von der Grafik so ein bisschen. Also das gefällt mir schon mal gut hier mit der Brücke. Ne? Hier haben wir einen Regionalexpress. Ich glaube, das ist ein Talent, nicht Talent sagen, Talent.
Nicht, dass mich wieder jemand verbessert. Kleine Anekdote übrigens, meine Videos, in denen ich Talent sage und nicht Talent, teilweise sind die schon ein halbes Jahr alt und ich kriege immer noch Kommentare, das heißt nicht Talent, das heißt Talent. Ja, es ist wirklich. Also, oft ist es so, dass entweder gar nicht kommentiert wird oder dann halt so ein Schmarrn. Aber egal. Das stimmt übrigens nicht ganz. The first game where you drive the Orient Express. Ich glaube, im Microsoft Train Simulator konnte man den Orient Express auch schon fahren. Also das ist definitiv schon mal eine dreiste Lüge oder ein dreistes Nicht-Besser-Wissen vom Entwickler. Aber das stimmt so nicht. Definitiv. Also der Orient Express und andere realistische Züge. Also da bin ich gespannt. Sieht auch schon mal alles ziemlich cool aus hier. Ich weiß jetzt leider nicht genau, welcher Zug das ist. Wird natürlich nicht nur deutsche Züge geben, aber sieht schon mal recht fein aus, auch was die Optik angeht. Hier auch schön ist das dann quasi das, was man, also den Schalter, den man gerade betätigt, dass das dann ja so aufploppt, dass man nichts Falsches dann drückt. Hier haben wir auch, ne, die Streckenkarte. Next Speed Limit steht da, wie viel Geld man hat, wie viel Uhr es ist. Da steht hier oben auch nochmal. Hier ist die Anzeige der Geschwindigkeit. Hier unten noch ein paar Anzeigen. Licht. Wahrscheinlich, wie die nächste Weiche gestellt ist. Etc. Das sieht schon schön aus. Das gefällt mir dann wieder nicht so gut. Mit der Signalisierung. Das sieht ein bisschen, ja, keine Ahnung, aus welchem Land das sein soll, aber das gefällt mir gar nicht. Aber eventuell ist das Spiel ja schön modding-freundlich. Also das wäre wirklich sehr geil, wenn man da viele, viele Züge, Signale, was auch immer modden könnte. Das wäre extrem super. Und ich denke aber auch nicht, auch wenn, ich glaube, 10.000 Kilometer Streckennetz sollen dabei sein. Natürlich wird das Ganze nicht realitätsgetreu sein, wie zum Beispiel im Train Simulator oder dergleichen, das definitiv nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man selber Strecken bauen kann oder nur vorgefertigte fahren kann. Das wird sich dann noch zeigen. Dynamisches Wetter, ne, das haben wir ja. Gehen wir noch mal kurz zurück, wenn wir uns das hier angucken. Ja, ich habe schon schlechtere Regentropfen gesehen. Nebel, Sonnenaufgang durch den Bahnhof. Das passt natürlich nicht, ne? Also das hier ein Talent, ja, diese komische Wagen hinten dran hat und ins Sägewerk einfährt, ein bisschen komisch. Aber es wird jetzt nicht so eine ultra krasse Zugsimulation werden wie der Train Simulator. Das Ganze wird natürlich mehr Arcade-lastig sein, davon gehe ich jetzt ganz fest aus. Aber ich freue mich. Ich freue mich wirklich drauf. Es klingt spannend und wenn das Potenzial ausgeschöpft wird, dann könnte das Ganze gut werden. Oh, habt ihr das gesehen? Dynamische Anzeigen. Na, da gibt es ja andere Spiele, die das nicht haben. Na, ihr wisst vielleicht, welches Spiel ich meine. Schön. Das ja, gefällt mir schon mal gut. Auch die Passagiere sehen jetzt nicht aus wie ja, Zombies, wie wir sie aus Transport, wie wir teilweise kennen. Ist okay. Auch schön. Hier steht es auch nochmal 10.000 Kilometer off Rail Tracks across Europe, also 10.000 Kilometer Schienennetz durch ganz Europa. Das hier ist, glaube ich, na, wie heißt sie? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ist das eine 363er? Scheint so, ne? Aber auch das Wasser. Also optisch, ich habe es jetzt ein paar Mal gesagt, Optik ist nicht alles, ich weiß. Aber optisch sieht das Ganze schon schön aus. Ja. Train Life, Railway Simulator. Und hier ist auch nochmal das DB-Logo. Also gehe ich ganz stark davon aus, dass die Deutsche Bahn da schon Lizenzen verteilt hat. Und das freut mich natürlich sehr. Ja,
das soll es gewesen sein zu dieser ja, kleinen Preview. Vielleicht habt ihr davon schon gehört von dem Spiel, aber ich denke mal, dass viele von euch ja, dem Ganzen auch unbekannt gegenüberstehen. Und deswegen dachte ich, machst du mal ein kleines Video, zeigst deinen Zuschauern das Ganze mal und ja, habt ihr Bock, dass wir das zusammen spielen? Ich werde es definitiv mir angucken und ja, machen wir es am Anfang, glaube ich, erstmal als ja, angespielt und je nachdem, wie viel Spaß es mir macht, dann auch als Let's Play. Schauen wir mal. In dem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit und ja, bis bald. Ciao, ciao.